Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich gerne mit euch gefüllte Paprika machen, mit Reis und nicht mit einer Tomatensoße, so wie ihr es vielleicht aus anderen Rezepten kennt, sondern mit einer Soße, die ist so ähnlich wie Hollandaise, aber mit dem Gewürz Galgant. Galgant ist ein Gewürz, ich muss mal schnell schauen. Galgant ist eine Wurzel. Diese wächst in China, ab und zu auch in Asien. Diese Wurzel wird getrocknet, hat sehr viel Ähnlichkeit mit der Ingwerwurzel, ist aber milder im Geschmack. Und mit diesem Gewürz, das ich von meinen Eltern her kenne, weil mein Papa halt viel mit solchen Sachen macht, da habe ich mir einfach ein bisschen geklaut und möchte das heute in dieser Soße halt ausprobieren. Und deswegen wieder mal eine Premiere. Und ihr seid live dabei. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um das Hackfleisch, also um die Füllung für die Paprika. Los geht's! Gefüllte Paprika kennt ihr sicherlich. Paprika, Deckel abschneiden, Hackfleisch rein, fertig. Diese gefüllten Paprika sind mir persönlich einfach zu viel. Deswegen habe ich jetzt umüberlegt und habe nicht einfach den Deckel abgeschnitten, sondern habe sie halbiert. Und wenn ihr sie dann so füllen, dann habe ich halt nicht so eine ganze Paprika, sondern zwei Hälften. Das wiederum sieht dann so aus, dass ich fünf Hälften im Varoma habe. Ich hatte also drei ganze Paprika. Fünf Hälften kommen in den Varoma und eine Hälfte der Paprika, die mische ich jetzt gleich unter das Hackfleisch und das kommt dann ja wieder als Füllung in die Paprika zurück. So habe ich mir das diesmal jetzt überlegt. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit der Füllung. Und zwar eine Zwiebel halbiert und die halbe Paprika in Stücken. Wer möchte, kann jetzt noch eine Knoblauchzehe dazugeben und die auch mit zerkleinern. Das mache ich jetzt heute aber nicht, denn ich habe mir Knoblauchpaste gemacht. Und davon gebe ich jetzt gleich einen Viertelteelöffel dazu und muss also jetzt nicht die Knoblauchzehe mit zerkleinern, sondern habe jetzt halt immer frischen Knoblauch da. Das ist angesetzt mit Salz und Öl, aber das habe ich auch verfilmt, das könnt ihr euch anschauen auf meinem Kanal. Das heißt ganz normal Knoblauchpaste und könnt ihr halt für jedes Gericht, wenn ihr Bock auf Knoblauch habt, einfach verwenden. Nun gut, los geht's! Zerkleinern 3 Sekunden, Stufe 5. Das schieben wir jetzt runter mit dem Spatel. Jetzt kommt dazu Hackfleisch. Ich messe mal ab, wie viel das ist. Ich nehme mal Schweinehackfleisch, weil ich mag kein Rindfleisch. So, das sind jetzt knapp 500 Gramm. Vielleicht ein bisschen zu viel. Mal sehen, was wir mit dem Rest machen. Jetzt kommt weiterhin dazu ein Ei. Dann könnt ihr entweder nehmen Paniermehl oder wenn ihr habt, zwei Stücke Toast in Viertel geschnitten. So wie ihr wollt. Ich nehme jetzt mal Paniermehl. 50 Gramm sind das jetzt. Das ändere ich gleich mal um. Ich habe hier nämlich 40 aufgeschrieben, aber jetzt sind schon 50 drin. Und dann schauen wir mal, wie sich das verhält. Dann geht es weiter mit einem halben Teelöffel Salz. Ein Teelöffel Senf. Als Clou gebe ich immer so ein paar Spritzer Maggi dazu. 8 bis 10 Spritzer sind das jetzt. Maggi Flüssigwürze. Und von der Knoblauchpaste aber wirklich nur ein ganz bisschen.
weil es ist unwahrscheinlich stark. So. Das wäre es auch schon. Das werden wir jetzt vermischen. Und zwar 1,5 Minuten auf der Teigknetstufe. Bis gleich. So, die 1,5 Minuten sind rum. Jetzt werden wir mit dieser Hackfleischmasse die Paprikahälften füllen. Das mache ich jetzt mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ihr es so macht wie ich, also mit halbem Paprika, dann würden auch 400 Gramm Hackfleisch reichen. Ich zeige euch mal, wie das jetzt aussieht. So sieht das Ganze jetzt aus. Da jetzt doch ein bisschen zu viel Hackfleisch da war, habe ich jetzt noch eine Frikadelle geformt und die wird jetzt einfach so mitgegart. So, Deckel drauf und jetzt geht's weiter. Der Aroma ist bestückt, jetzt geht's weiter im Programm. Und zwar nehmen wir jetzt 2 Brühwürfel oder selbstgemachte Gewürzpaste, wenn ihr habt. Jetzt setzen wir das Garkörbchen ein. Ich habe übrigens jetzt gerade nach dem Hackfleisch verrühren den Mixtopf nicht gespült, denn die paar Reste, die da noch drin sind, die Soße wird ja später eh für das Essen benutzt. Warum soll man jetzt den Topf spülen? Kommt ja eh alles in die Soße. Ha? So, Garköpfchen ist eingehängt. Reis, so viel ihr möchtet. Ich nehme jetzt mal so viel, wie ich habe. Das sind 220 Gramm. Ich muss wieder einkaufen. Jetzt gießen wir 1000 Gramm Wasser über den Reis in den Mixtopf. Denn wenn der Reis einmal vorher feucht gewesen ist, dann gart er halt besser, regelmäßiger durch. So, Deckel drauf. Varoma drauf. Und jetzt stellen wir das Ganze an auf 30 Minuten. Varoma. Und Stufe 1. Und danach sehen wir uns wieder und machen die Soße mit Galgant. Bis gleich. Fertig. Jetzt Varoma runternehmen. Ein Geschirrhandtuch doppelt nehmen und drauflegen. Zum Warmhalten. Dann nehmen wir jetzt mit dem Spatel, an dem ja dieser tolle Haken ist, das Garkörbchen raus. Das wäre das. Garflüssigkeit umfüllen. So, und jetzt geht es auch schon an die Soße. Und zwar besteht die aus Waage an. 400 Gramm Garflüssigkeit, fehlt noch ein bisschen, füllen wir einfach mit Wasser auf. Jawohl. Dann geht's los. 1 Teelöffel Galgant, so heißt dieses Gewürz. Jawohl. Dann kommt dazu 1 Teelöffel oder ein schwach gehäufter Teelöffel Hühnerbrühe. Dann etwas Senf. Auch ein schwach gehäufter Löffel. Eine Prise Zucker. Ein Spritzer Zitrone. 120 Gramm Butter, das war jetzt gerade noch so ein Rest und es ist 120 Gramm. Dann nehmen wir 3 Eigelb und ein ganzes Ei.
die Soße dann auch anzudicken, nehmen wir 2,5 Esslöffel Mehl. So, das sollte reichen. Jetzt haben wir alles drin. Jetzt wird die Soße aufgekocht und zwar 5 Minuten, 70 Grad, Stufe 5, bis gleich. Die Soße ist fertig. Jetzt bin ich gespannt. Bei meinen Eltern hat die Soße sehr lecker geschmeckt. Konsistenz passt. Hammer. Wahnsinn, durch dieses Galgant-Gewürz. Perfekt. Probiert es echt mal aus. Das ist mal wieder was ganz anderes. Gefällt mir richtig gut. Eine ganz neue Geschmacksrichtung. Galgant könnt ihr bekommen, ja, im Internet, einfach mal googeln. Meine Eltern bestellen es immer bei Top Fruits. Da kostet 100 Gramm 4,90 Euro. Hört sich erstmal ganz teuer an. Aber wenn man bedenkt, wie wenig man davon braucht, das passt auf jeden Fall. Man kann es sich auch mit Freunden zusammenholen, so eine Packung, dann teilt man sich das. Denn damit kommt man ja wirklich ewig hin. Den Link dazu, wo ich das gekauft habe, beziehungsweise wo es meine Eltern gekauft haben, ich habe es mir stibitzt, setze ich euch auch unter das Video in die Infobox. Ich werde das Ganze jetzt mal anrichten, verabschiede mich mit einem Foto vom leckeren Essen. Daumen hoch wäre natürlich wie immer super. Meinen Kanal könnt ihr natürlich auch abonnieren, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn ich mal wieder ein neues Video habe. Abonnieren ist natürlich kostenlos, ihr müsst euch einfach nur registrieren. Ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das Rezept findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah ja, hier das Foto.